Was bist du denn? Ein Ghoul. Oh. Okay. Raucht er. Ein Ghoul, der schreit wie ein Mädchen. Na gut. Stirb. Und das ging ja schnell. Komischer Ghoul. Ist hier irgendwas? Okay, das war aber der erste Gegner, der kein Kobold war. Aber vielleicht war der schon vor den Kobolden hier. Und was haben wir hier? Noch so eine kleine Unterwasserhöhle. Ja, viel tiefer werden wir nicht gehen können, wenn der Wasserspiegel schon hier ist. Große Spinne? Okay. Komm zu uns, große Spinne. Euch haben wir schon mal getötet. Das waren damals 4 auf einmal. Ja, die gehen gut. So. Ja. Ja, also der Ghoul, die Spinnen hier, die werden wohl nicht zu den Verspörern gehören. Das sind einfach nur die natürlichen Bewohner von dem ganzen Tunnelsystem hier. Also cool. Und Lava? Okay. Oh, Feuerpfeile. Ich fürchte, ich brauche Hilfe, sonst werde ich sterben. Ja, heil dich mal. Und nicht da am Weg stehen bleiben. So, ihr beiden rückt mal ein bisschen auf. Greift den da an. Der Rest metzelt fleißig weiter. Ja, Kobold-Kommandos sind das jetzt schon. Sterben zwar fast genauso schnell, aber haben halt diese Feuerpfeile, die arg Schaden machen. Na nun. Eigentlich da. 2 Feuerpfeile. Geht's da auch lang? Nee. Das ist nur für den Lavafluss hier. Aber gut. Das heißt, wir kommen schon der Sache näher, wenn hier jetzt die Kommandos sind. Würde zumindest Sinn machen. Hier ist eine größere Kammer. Stützbalken. Ah. Autsch. Ich glaube, ich muss sterben. Dann soll das erstmal stehen bleiben. Und dich selbst heilen kannst du nicht. Na gut, dann speichern wir einfach ab und ruhen uns hier mal aus. Auch wenn das ziemlich gefährlich ist. Ah, hat geklappt. Gut, gut. Heil dich. Du heilst dich auf. Dann noch einmal Kadet. Und nochmal Georgon. Weil hier scheint es runter zu gehen. Also doch noch eine Ebene tiefer. Hätte ich nicht gedacht. Dachte, wir wären schon langsam durch. Ah, Kobold und hinter uns. Nein. Nein. Okay, das wird geladen. Hab jetzt keine Lust, nochmal in die Stadt zurückzulaufen. So. Umdrehen. Schlafen. Okay. Ja, so eine Mine voller Kobolde ist nicht der beste Platz, um sich auszuruhen. So, aber das lief doch ganz gut. Barrikadieren wir uns hier in die Ecke wieder.
Genau. Und versuchen es nochmal im Schlafen. Ja. Also nochmal das Ganze. Und dich heilen. Und Kalle teilen. Und schlafen. Ihr könnt jetzt nicht ruhen. Ja, der Zauber muss erst zu Ende gesprochen werden. So. Und bitte keine Kobolde. Naja, wenigstens ist mal keiner gestorben. So. Und nochmal alle in die Ecke. Schlafen. Es ist ja schön, dass wir gleich ganz viel zum Looten haben und Erfahrungspunkte gibt's ja auch, aber ich würde doch ganz gerne mal schlafen und hochheilen. Oh, immerhin hat schon wieder keine Pfeile mehr. So viele Kobolde haben wir schon getötet, dass die Pfeile ausgehen. Der nächste Versuch. Also. Aber wir haben jetzt bei den zwei letzten Versuchen so viel Schaden genommen, dass wir gleich nochmal rasten müssen. Juhu. So, der Rest sieht gut aus. Super. Also, endlich haben wir jetzt alle Zauber. Was zur Hölle? Okay, immer such nach Fallen. Ja, so viel dazu, dass wir jetzt alle Zaubersprüche haben und hochgeheilt sind. Es ist echt übel hier. Ganz viele Pfeile, aber immerhin müsste noch ein paar übrig haben. So. Ein Rucksack voller Bögen. Schade, dass da keine bei war mit Feuerpfeilen. Die sind bestimmt gut was wert. So, Rucksack ist voll. Pfeile zu immerhin. Erstmal wieder genug. Und keine Falle entdeckt. Ja, ihre Fähigkeiten sind noch nicht besonders gut ausgebaut, ne? So. Jetzt speichern wir nochmal ab. Und dann geht's da runter. Vermutlich in die Höhle des Löwen. Ja, Kobolde. Soweit keine Überraschung. Immun sucht nebenbei mal weiter nach Fallen. Auch wenn du mal hinten lang läufst, ist nicht ganz so praktisch. Schnell ran da. Kalet erstmal weg. Der frisst so viel Schaden. Oh, da scheint es reinzugehen. Ja, hier könnte echt der Drahtzieher sein. Also wir sollten erstmal die Umgebung absichern, dass er keine Verstärkung rufen kann. Also, schauen wir hier einmal rum. Geruhren geht am besten vor mit den meisten Lebenspunkten. Dass, falls in eine Falle getappt wird, er
Oh. Noch ein Ghoul. Ihr werdet alle sterben. Ja, schrei doch. Wie gesagt, damit, falls eine Falle da ist, er wenigstens gut überlebt. Hm, Sackgasse. Das heißt, uns bleibt eigentlich nur noch hier, weil da wird es wahrscheinlich wieder irgendwo rausgehen. Na gut. Wir sind hergekommen, um dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Das sollten wir jetzt auch tun. Auch wenn das bestimmt nicht leicht wird. Aber was soll's, rein da.